was auf, oder? Das ist Schach. Das kann ich jetzt. Schönheitsfehler über Schönheitsfehler, aber zumindest gewonnen. Ja, nee, Hammer, oder? Bayern? Da muss man echt den Hut vorziehen. Maschine. Ja, bei RB freue ich mich auch. Da kann ich mich nicht anschließen, diesem ganzen Retortenclub-Tenor. Ich finde, die machen gute Arbeit. Tradition hin oder her. Irgendjemand muss irgendwann mal anfangen. Mit oder ohne Tradition. Oh, hier. Okay, den habe ich doch gerade schon versagt. Jetzt die Revanche. Danke, Pluto. Ich sehe übrigens auch, was ihr da so im Discord schreibt. Ist noch nicht dazu gekommen, damit teilzunehmen an den Diskussionen. Aber ich freue mich sehr, dass da Leben in der Bude ist. Also wir haben da jetzt irgendwie knapp 20 Leute schon drin auf dem Server. Das wird noch ein bisschen mehr mit Sicherheit. Jetzt ist der Kurs, der diese Woche bei mir abgefilmt wurde, im Kasten von Lena Kühnel, die bei den deutschen Meisterschaften mitspielt und einen schönen Einsteigerkurs gemacht hat, beziehungsweise drei. Und jetzt, da das geschehen ist, kann ich wieder ein bisschen mehr Zeit für so Streaming-Fragen und insgesamt andere Themen bei Chessomy aufwenden. Ich dachte eigentlich, den nehme ich, aber vielleicht habe ich auch Unrecht. Ja, Timo, ich habe das Bild gesehen. Kann ich leider nicht, das ist nicht so seriös, sehe ich da aus, kann ich leider nicht verwenden, aber ich weiß das sehr zu schätzen, dass ihr euch da die Mühe macht überhaupt. Timo, du hast ja auch mit dem mit deiner Nachricht da versucht zu helfen, nicht nur versucht, sondern auch geholfen. Wollte ich sowieso mal einrichten. Von daher ist schon Hammer. Aber also das Bild, ja, das ist ein bisschen, wir müssen ja ein bisschen seriöser auftreten, ne? Nicht immer nur Jux machen, so wie bei mir in den Streams, wo natürlich wenig Seriosität zu sehen ist bei dem Spiel. Aber nach außen müssen wir ein bisschen ernsthafter auftreten. Das war also ein bisschen bunt, aber jetzt stelle ich hier einen Springer ein. Das ist echt, also egal wie man es dreht und wendet. Irgendwas läuft immer schief. Mann. Ja, aber es ist ein cooles Bild. So, vielleicht kann ich das als WhatsApp-Profilbild installieren. Zumindest. Kann ich nicht sowas machen? Ich glaube, da hat er sich ein bisschen vertan. Was weiß ich schon. Der Bau auf B2 wird schwer loszuwerden sein. Wie viele Bauern habe ich denn? Dann hätte ich 2 Bauern. Naja, kriegen wir schon hin. Jetzt nach C6. Was will ich? Sowas? Läufer C6 natürlich sein gutes Recht. Züge. Wüsste ich nicht. So, Turnierchen geht noch 37 Minuten und 45 Sekunden. Also zumindest dreistellig dürfen wir auf keinen Fall hier enden. Achso, ihr seht das doch, ihr seht das auch. Okay, ja, er blockiert jetzt weiß völlig. Doof ist das nicht. Turm D8, Läufer B6. Turm schlägt D5. Ah, wird schon passen. Jetzt müsste ich vielleicht mal doch zur Seite rücken.
mit der Dame. Einfach ist es nicht für Weiß. Aber sollte trotzdem gut sein, die Stellung. Weil ich habe zwei Bauern. Gut, es ist sehr schwer, hier an der Blockade vorbeizukommen. Das geht, oder? Nimmt C2. Nimmt C2. Let's fetz, sprach der Frosch und sprang in den Ventilator. Apropos Ventilator. Daran liegt's. Ist zu heiß und ich habe, um die Audioqualität hochzuhalten, auf den Ventilator verzichtet. Daran liegt's. Nervt das? Sag Bescheid, sonst mache ich wieder aus. Zu spät, um sich in Ausreden zu flüchten. Muss schlagen, ne, oder? So eine andere Möglichkeit hat er nicht. C2 hängt natürlich eine Menge. Ja, gut, also das. Könnte auch auf D4 schlagen, oder? Könnte auch die Dame geschlagen haben, aber das geht unter Umständen auch. Eine Dame und zwei Bauern gleich, wenn er auf D4 nimmt. Das reicht. Müsste eigentlich reichen, er hat auch keine Zeit. So eine sehr komplizierte Stellung. Ein Schach geben bestimmt. Dann habe ich E5 dann. Na gut, der kann auf E5 schlagen und dann auf B1 schlagen, aber das lassen wir uns dann nicht mehr nehmen. Und das erst recht nicht. Tja, ganz schön viel Holz am Ende zurückbekommen. Oh, haben wir jetzt ein Flämmchen? War das nicht mein zweiter Sieg schon in Folge? Ui, 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 ui. Ja, da ist das Flämmchen. Jetzt. Oh, wir sind aber ganz knapp hier vorm Abstiegsplatz, ne? Aber spannend. Echt, zwei Vierer kriege ich hier immer noch vorgesetzt. Das sind ja alles nur starke Spieler. Quarantäne-Liga war auch mal was anderes. Nicht mehr das, was sie mal war. G5. Arm, Chessplayer. Steht das für, dass er einen Arm hat oder dass er aus Armenien kommt? Was meint ihr?